Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Escape from Tarkov und wir starten direkt rein. Heute mal ein Scaffron zuerst, wir müssen einfach mal wieder ein bisschen Geld farmen. Gucken, Morphin, USB-Sticks ist wichtig, ansonsten alles was Geld bringt. Tushonkas könnten wir noch schon sammeln. T-Plugs und Stromkabel, also Power Cords. Das ist so das, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, müssten. Deswegen habe ich auch Interchange genommen, weil hier ist zumindest die Überlebensrate für Scavs, muss ich zugeben, relativ hoch. Hallo, Junge. Grundlegend nehmen wir natürlich alles mit, solange wir nicht voll sind. Warte mal, hier hinten war doch irgendwo noch diese zweite Rezeption. War die hier noch ein Stück? War die noch weiter hier hinten? So, auf jeden Fall wieder großes Danke für das ganze Feedback. Beziehungsweise auch für die ganzen Aufrufe. Für jeden einzelnen Abonnenten. Ich bin immer dankbar, wenn er das macht. Na, super, ich finde es einfach wieder nicht. Ach doch, hier ist es doch. Oder? Ja. Und macht gerne weiter so. Teilt das gerne, wie ihr möchtet. Zeigt es euren Freunden. Bin froh über jeden einzelnen. So, also hier hat jemand schon mal ganz gründlich alles ausgeräumt. Und dann gucken wir auf jeden Fall nach Stromkabeln und T-Plugs. Die könnte man noch in diesen Mistgeschäften kriegen. Hier liegt nichts. Ansonsten ist es halt auch bloß einfach eine Knarre, die wir mit rausnehmen zum Verkaufen. Von Leichen her ist aber hier auch noch nichts passiert. Na gut, sind noch 15 Minuten, da können wir noch ein bisschen was looten. Ich habe ja gehofft, dass hier schon ein paar mehr Leichen liegen, aber anscheinend ist hier noch nicht viel passiert. Gott, das wird auch schon durchforstet. Das scheint ein netter Boy zu sein. Laufen wir nach hier vorne. Lockt das eine Leiche? Nee. Dann gucken wir hier vorne mal in die ganzen Schieber. Scaffy. So, dann gehen wir halt hier hin. Ach, manchmal sieht man das auch deutlich schlecht. Also, da bin ich schon froh, dass es bei euch ein bisschen heller aussieht als bei mir. Natürlich mit. Die machen wir klein. Zippo. Ich glaube tatsächlich, ich habe noch keinen, deswegen nehme ich ihn mal mit. Ja, jetzt wieder die 24 Stunden um. Kommen also aktuell auch nicht so krass dazu, Sachen im Voraus zu produzieren, wie ihr seht. Den nehmen wir dann für Samples auf jeden Fall mit. Ja, halt auch deine Schnauze, ich will hier in Ruhe looten. Jetzt wird mir eh gleich in den Kopf schießen oder so eine Scheiße.
wirst es nie ertragen können, dass du auch mal los hast. Die hauen wir schon mal weg, die brauche ich nicht. Jetzt auch Müll, diese Rauchgranaten, weiß auch nie, warum man die überhaupt mitnehmen sollte. So, ein T-Plug ist doch schon mal mehr als keiner. Dann machen wir uns nämlich schon auf den Weg nach draußen. Kommen wir schnell hier durch. Hier gab es noch ein Jäckchen. Oder wir gucken noch nach, wegen MT-Plug gucken wir noch nach Morphium, Folding Car Key. Auf jeden Fall haben wir noch. Oh, da kommt ein Flugzeug. Ist mir aber relativ wumpe. Dann könnte es aber sein, dass natürlich jetzt alle rausrennen fürs Flugzeug. So, tut mir leid, aber ich mache für euch ein bisschen leiser. So, jetzt hört ihr das Ganze ein bisschen gedämpfter als ich. Mir flackt es gerade wieder die Ohren raus. So, einmal Morphin wäre cool. Medkit. Ja, gut. Hauen wir das weg. Ein Morphin. So, ich mache euch wieder normal hier. Zack. Also bei mir ist auch gerade, hier scheint gerade ein bisschen die Sonne, also ist es auch gerade sehr praktisch für mich hier was zu sehen. Komm, Kinder in Morphium wäre doch mal drinne. Offen. Gehen wir nochmal hier rein. Nee, nee, nee. Nee, auch nicht. Schlüsselchen. Oh, den brauchen wir tatsächlich sogar noch. Deswegen ist gut. Mal gucken, was wir rauskriegen. Mal hier noch was anderes? Nee, ich glaube nicht. Dann verziehen wir uns. Immer kaum hat keiner aufgemacht. Können hier drüben nochmal schnell reingucken wegen. Wegen Morphin. USEX-Dash-Key. Gut, kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Immer mit. Gibt es auch einen relativ guten Barter dafür. Ja, für die Quest auf jeden Fall, die da noch kommt. Hier, wie heißt der? Bad Habits, glaube ich. Mir fehlen noch einiges an Zigaretten. So, und dann hauen wir rein. Immer kommen. Hier rechts. Ja, und dann laufen. Bis vor.
Verpiss dich, du Dreckschwein. So, das haben wir irgendwie geschafft. Ich hoffe, Killer rächt sich dafür, wenn er noch lebt. Ansonsten könnte der Spieler jetzt leider dort nochmal auftauchen. Aber wir scheißen drauf und gehen hier raus. So ein Arschloch, wirklich. Jetzt haben wir den beim Rausgehen, aber wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich braucht er ein Stück länger als wir. Siehst du, von da. So, dann hoffe ich natürlich, dass der vorgeht und sich zuerst von dem umnieten lässt. Aber hier ist was los. Пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы. Weil ich habe das den großen Bedenken, dass wir gleich auf den treffen. Weil der ja auch raus will. Der wird ein Stück hinter mir sein noch. Da hinten ist er. Ne, das ist der andere Scav. Also wenn wir Schüsse hören, wird wahrscheinlich der Scav auf den Spieler getroffen sein. Gut, wir hauen rein, nehmen die Schlüssel mit. Resetten. Und gucken, dass wir einfach das Ganze nochmal machen. Es wird heute wahrscheinlich eine Scav-Only-Folge. Wir gucken mal, dass wir als Scav ein bisschen einfach ein bisschen Kohle machen. An unseren Sammeltasks weitermachen. Und dann natürlich cutte ich für euch, dass ihr nicht die 10 Minuten mit mir warten müsst. In der Zeit kann ich ein bisschen Stash aufräumen, ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht mal ein Docs Case organisieren. Das wäre schon mal richtig Premium auf jeden Fall. Gerade für die ganzen Schlüssel, die man dann mal für Customs mitnehmen können und so. Regt mich nämlich langsam selber auf, dass wir es nie haben. So, 4 Minuten, das schaffen wir auf jeden Fall dicke. Spieler sehe ich noch nicht, also gehen wir ran. So, dann gönnen wir uns die 4 Schlüssel und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Thank you.
ich muss euch leider doch enttäuschen. Ich wollte noch unbedingt schnell BP-Depot fertig machen. Mir fehlt nämlich genau der hier drüben. Deswegen habe ich jetzt ganz viel Hoffnung. Dass ich den jetzt markieren kann. Und irgendwo in die Ecke und... Und abwarten. So. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir über Old Guess. Ich glaube, andere Tasks haben. Ach doch, wir können noch einfach sinnlos Scavs killen. Ja, dann machen wir hier noch einen Scav Encounter. Dann gucken wir, wie viele Scavs wir noch mitnehmen können. Muss ich jetzt für BP-Depot noch abhauen? Ja, gut. Dann probieren wir das natürlich. So nicht, ihr schmutzigen Schweine. Wo ist eine mit? So nicht. Ihr Schweine. Komm. Naja, dann noch 2 Scavs extra. Wir gehen trotzdem erstmal hier hoch. Weil ich hoffe, mit etwas Glück hier noch Sachen für die Quest zu finden. Halt doch die Fresse. Da drüben gewesen sein, denke ich. Also eh mal jetzt hier mal Morphium finden, wäre schon richtig krank. Ach, was ist denn hier los? Luger. Auch eine Freude, mal ein bisschen davon zu finden. Das klang auch ein bisschen wieder drüben. Na egal, wir gehen rüber zur Old Guest, gucken, dass wir rauskommen, dann kriegen wir die eine Quest wenigstens fertig und haben noch 2 Scavs abgemurkst.
Doch, sieht immer aus, ob der noch sitzt. Schade. Ist jetzt wirklich reingerannt? Egal, ich wechsle wieder auf Pistol. Was für ein dummes Arschloch. Also, das lootet er noch? Okay, das auch, aber... Zack, die weg. Cowboy-Hüte nehmen wir mit. Cowboy-Hüte stehen uns nämlich. Geht das gleichzeitig? Ah. Rein in die Butze, wir wollen einen Luger. So, dann nehmen wir noch das hier mit. Ja, und dann sagen wir auf Wiedersehen. Beenden das, holen uns unser BP-Depot und machen dann aus Skiffern. Easy 2000 XP, 3 Skiffs. Zack, abgegeben das Ding. Den haben wir schon. Und der liegt, glaube ich, hinten in dem Zugwaggon. So. Wir sind unten im Zelt. Wir gehen zuerst mal gucken, ob wir etwas Medizin bekommen. So ein Morphium zum Beispiel. Oh, schade, fast. Auch fast. Auch fast. Ja, wir sind ganz nah dran am Morphin. Aha. Krankenbett kann man ruhig mal ein bisschen was auffüllen hier im Magazin. Bis jetzt sieht es gar nicht so gut aus. Ich denke, da legt es auch gerade immer mit Killer an, so klingt das zumindest.
fast Propital auch noch gekriegt, toll. Alter, was passiert hier denn? Ansonsten nehmen wir einfach nur Tushonkas mit. Gut, hier war schon einer. Das heißt, der wird hier auch schon gewesen sein. Das heißt, wir gehen hier rein. Hier ist aber auch ein bisschen dicke Luft. Möchte ich es mal nicht nennen. Ja, tschüss. Gehen da drüben kleiner mal rein. Dann hast du das Rasmussen. Gute. Auch nett. Die nehmen wir mit. Das würde ich auch noch gerne mitnehmen. Das und das und die. Sie tragen wieder mal nichts. Hier liegt noch irgendein. Die kann man nämlich nicht aufmachen, obwohl die schon so schön aussieht, aber. Ach, dann fließt raus, mir scheißegal. Was brauchen wir? Ja, das kann raus, das kann raus. Ich kann hier drauf packen. Höre aber gerade lieber mehr, als dass mein Köpfchen geschützt ist. So, ja, danke. Du kannst ruhig noch ein Stück lauter sein. Kabel und T-Plugs. Dann fliegt der raus. Nein. Ich glaube, ich brauche nur noch einen, aber. CPU ist, glaube ich, danach erst dran. So, dann laufen wir lang, laufen nach rechts, gucken, dass wir. Nein, wir gucken nicht, aber wir gehen so lang, dass wir. Hier direkt rumziehen, drüber springen. Und hin zu den Computern gehen, dass wir eventuell noch ein Kabel mitnehmen können. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Roller, roller, roller. Nee, Chainlet. Roller, 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 roller.
glaube Eden. Ach, sehe ich wieder nicht. Ich glaube, oh, mir fehlt nur noch ein T-Plug. So fliegt die Drecksuhr weg. Ist eh noch nicht relevant für mich. Bräuchten wir noch, aber wir können den S-Marsch wegflacken. Oder wir finden gleich auch kein Kabel, dann hat sich's auch erledigt. Hering. Na komm. Oh, das hätte es sein können. Gehen wir Richtung Ausgang. Dann nehmen wir das mit, was wir haben. Ich glaube, die brauche ich tatsächlich für eine Daily Quest. Autobatterien ist aber hier auch nicht mehr so, ne? Gut, na dann. Gehen wir raus. So, dann gucken wir mal. Ich denke, die Folge wird dann doch eine gute Länge haben. Dass das hier nicht drauf geht, nervt mich. Also, ich denke, eine halbe Stunde werden wir wieder ungefähr haben und dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Sind wir heute wieder sehr gut vorangekommen? Och, nö. Wirklich jetzt? Oder auch nicht. Ach, ein Spieler sogar noch. Ach nö, der hat bestimmt oben drauf gesessen. Wäre jetzt meine grobe Schätzung, dass er oben drauf gesessen hat. Ja, dann war's das für hier erstmal. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Und können uns den nächsten Quests widmen. Ich bedanke mich bis hierhin, wünsche euch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal.